bezauberndes Spektakel mit Schwung, Dynamik und Überraschungen. Der zweite Mainzer Weihnachtszirkus bietet unter dem Motto Zirkus Paradox ein grandioses Live-Ereignis für die ganze Familie. Möbel Martin präsentiert Ihnen dieses Jahr den zweiten Mainzer Weihnachtszirkus. Wir wünschen Ihnen nun viel Spaß und eine gute Unterhaltung in unserem neuen Programm. Dankeschön. Ja, Frau Fischer, was ist denn wieder ein Weihnachtszirkus überhaupt? Weihnachten ist ja für die Familie und gerade der Weihnachtszirkus ist speziell auch für die Familie. Ja, es ist bunt, es ist halt weihnachtlich auch geschmückt. Ja, Weihnachtszirkus gibt es natürlich schon mehrere, aber ich wollte natürlich auch einen eigenen Weihnachtszirkus machen. Und Mainz hat mir natürlich die Chance gegeben, endlich auch mal in Mainz einen Weihnachtszirkus zu machen. Sie mögen Mainz ganz gerne, höre ich da raus. Ja, nee, Mainz ist eine schöne Stadt. Ich habe auch schon gehört, Sie werden das Ganze noch manchen Dingen noch guten Zwecken zuführen. Was ja, vor allen Dingen der Stiftung Johanniter sammeln wir kleine Spenden ein. Wir haben extra ein Spendenhäuschen. Bis dann nach der Forschung kann man natürlich da was reinwerfen. Auf dem Messegelände Hechtsheim gastiert in einem bis zu 500 Besucher fassenden beheizten Zelt wieder eine atemberaubende Show. Vom 23.12.2013 bis 5.01.2014 gibt es hier internationale Star-Artisten. Mitreißende Special Effects. Und kuriose Clowns zu erleben, teils auch hautnah. Schaustellerhandwerk vom Feinsten, das bei der Premiere am 23.12. alle begeisterte. Mir hat die Seiltänzerin besonders gut gefallen. Ja. Ich fand das total charmant, total schön gemacht. Ja. Du warst eben von dem... Ich war von dem Akrobat, dem Clown, total begeistert. Ja, bis jetzt hat es mir sehr gut gefallen. Was besonders? Ich glaube, die Show mit dem Trampolin am Ende. Also... Das auf dem Seil und die Trampolinspringerei und das Ambiente insgesamt ist ganz schön. Am besten hat mir gefallen die Seiltänzerin und die Frau, wie die sich am Seil geschwungen hat. Und der Mann, der die Leiter hochgeklettert hat und in der Luft diesen Zweierseiltour gemacht hat. Einerseiltour meintest du? Tickets verschiedener Preisklassen sind telefonisch, per E-Mail oder mittels Online-Buchung erhältlich.